Hallo everyone, willkommen zu Weepwatch. Heute machen wir mal wieder ein etwas verfrühtes Recap der aktuellen Season. Eigentlich lohnt sich das überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie so wenig auf dem Teller gehabt. Ich hatte diesmal irgendwie nicht so wirklich Lust darauf, Risiken einzugehen. Zum Beispiel die dritte Klasse auf die Elite. Ich konnte die anderen beiden schon nicht leiden. Und ganz ehrlich, auf den 100. Anime über meine Ability ist so krass und ich wurde aus der Heldenparty geschmissen, hatte ich nicht mal ironisch Bock drauf. Also, let's begin mit Gushing over Magical Girls. Wie bereits beim letzten Mal gesagt, da geht es um Utena, die Magical Girls bewundert und dann, wie das Schicksal so spielt, von der dunklen Seite gezwungen wird, selber eins zu werden. Das ergibt ein interessantes Dilemma, wodurch sie gleichzeitig Fangirlt, aber auch Gefallen daran findet, sie auszupeitschen oder festzuhalten oder andere Dinge, die mit absoluter Erniedrigung enden. Der ist einfach nur Peak. Wie die Serie ganz klar am Anfang jeder Folge andeutet, ist sie für Zuschauer ab 16 Jahren geeignet. Außer der 6. Folge, die war wohl etwas zu spicy. Das ist genau die Art von Edgy, die ich nicht nur toleriere, sondern auch befürworte. Wenn sich das Animationsstudio nicht zurückhält, das Quellmaterial mit allen dazugehörigen und teils sehr fragwürdigen Fetischen möglichst getreu darzustellen. So unwahrscheinlich das auch aussehen mag, der kriegt tatsächlich ein bisschen Story. Besonders interessant finde ich dabei, wie die beiden hier eigentlich Feinde sind, es aber nicht wissen, weil die Magie ihre Kampfgestalt verschleiert und die sich einfach nicht erkennen? Komm schon, I mean, die geht zu ihrer eigenen Ausstellung. Wie kann denn niemand? Ach, egal. Das ist auf jeden Fall mein Favorit aktuell, obwohl es ja auch noch Solo-Leveling gibt. Über den habe ich nicht viel zu sagen, ist auch wahrscheinlich nicht nötig. Bin ein großer Fan von den Visuals, dem Artstyle, der UI und dem ganzen Quest-System an sich. Einziges Problem, das ich damit habe, ich komme absolut nicht auf diese koreanischen Namen klar. Jinwoo-sung kriege ich gerade noch hin, aber selbst da wüsste ich jetzt nicht, was davon der Vorname ist. Genau wie beim Apotheker-Anime. Alles, was nicht japanisch ist, direkt vergessen. Aber sonst finde ich sehr cool, immer wieder gespannt auf eine neue Folge, wie es weitergeht, bla bla, weißt du Bescheid. Dann als nächstes, Hime-sama, Gomon no Jikan desu. Basierend auf meiner Aussage vom letzten Mal, nein, es geht natürlich nicht 12 Folgen lang nur darum, dass die entführte Prinzessin mit leckerem Essen gefoltert wird. Manchmal darf sie auch nicht mit in den Freizeitpark oder an der Tatze von dem Fieder riechen oder mit der Tochter des Dämonenkönigs abhängen. Das ist überraschend wholesome. Die einzige Folter, die man hier vorfindet, ist, wie die Folgen keinen Namen haben, was für meine Arbeit hier nicht gerade hilfreich ist. Und noch viel schlimmer, wie die das Komma in dem Titel zwischen die Anführungszeichen gepackt haben. So sehr ich auch nach Kritik suche und mir einrede, das ist gar nicht so gut. Ich mag das. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mal wieder, aber der Humor da drin. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Der ist so stumpf. Like, in einer Folge hat sie nach grausamster Folter ausgeplaudert, dass das Königreich sonntags morgens schlecht bewacht ist und der Demon Lord zu der Info nur so: Oh, da kann ich nicht, da gucke ich Anime. In einer anderen Folge, beim Gesundheitscheck, damit es den Gefangenen ja auch gut geht, erzählt die Foltermeisterin, dass sie mal als Krankenschwester gearbeitet hat und die Prinzessin, die krasse Anführerin des 3. Ritterregiments, nicht so Angst vor der Spritze haben muss. Zum Abschluss schieben die noch ihr sprechendes Schwert in den MRT und es macht einfach nichts Sinn an der Sache. Auf eine gute Weise. Der ist komplett self-aware. Es ist so herrlich. Der macht einfach nur Spaß. Also viel besser, als ich ursprünglich dachte. Dann kommt Pon Numichi, der mittlerweile 3. Mahjong-Anime, den ich geguckt habe. Man will meinen, dass ich nach 55 Folgen Saki und etwa 18 Minuten Jantama Pong bestens vorbereitet bin und genau weiß, was da passiert und die Regeln kenne. Jedenfalls ist das eigentlich gar nicht mal so wichtig. Das hat ein bisschen was von K-On!, wie ich finde. Im Sinne von, die sind zwar eigentlich so eine Art Mahjong-Club, aber machen lieber andere Dinge. In einer Folge haben die zum Beispiel Laternen gebastelt für das Onomichi-Kerzen-Festival, das es, wie so viele andere Dinge im Anime, sogar wirklich gibt. Und für diese Slice-of-Life-Elemente finde ich ihn gut. Das Blöde ist nur, dass ein großer Teil der Dialoge und des Humors auf Mahjong-Insider-Jokes basieren und halt absolut nichts erklärt wird. Bei Saki gab es zumindest innere Monologe, sodass man dem Spiel einigermaßen folgen konnte, aber hier versteht das irgendwie. Irgendjemand? Noch dazu fängt jede Folge mit einer Traumsequenz an, wo einer der Charaktere von irgendeinem wilden Mahjong-Move träumt oder so. Da vergeht mir meistens eigentlich schon wieder direkt die Lust. Man fühlt sich als Außenstehender halt so ein bisschen ausgeschlossen. Deshalb leider keine 7 mehr, Hanero ist aber fucking hot. Und der letzte von den neuen Seasonals ist Fluffy Paradise. Das ist gefühlt wieder der gleiche, vermeintlich clever Protagonistin, die mit random Leuten rumdiskutiert und sich um deren Probleme kümmert, Isekai, den wir schon zigmal gesehen haben. Nur, dass sie die ersten Folgen nicht mal richtig sprechen kann. Hab nichts darüber zu erzählen. Er passiert halt und ich ärgere mich danach über die verlorenen 20 Minuten. So, und dann Frieren geht ja auch demnächst zu Ende. Immer noch der scheinbar beste Anime ever made. Ich würde mal ganz vorsichtig disagreeen und sagen, leicht overhyped, so ein bisschen. Obwohl ich selber nach 25 Folgen noch nicht ganz sicher bin, was er von mir kriegen wird, weil es ist obviously einer der besten Fantasy-Animes da draußen, aber ich bewerte Seasonals immer so gegeneinander. Zum Beispiel, wenn Pon und
und This Time for Torture am selben Abend laufen würden und ich nur Zeit für eins von beiden hätte, gar keine Frage. Wenn dann noch Gushing dazu kommt, okay, das macht etwas schwieriger, aber wahrscheinlich würde ich dann den gucken. Und Gushing vs. Solo-Leveling, das ist aber nur fies. Vermutlich immer noch Gushing. Frieren ist so einer, der ist zwar objektiv gesehen mega, aber ich habe irgendwie nicht so den Drang, ihn weiter zu gucken. Dadurch würde er noch gegen Torture verlieren und ich kann Frieren noch keine 7 geben. Das wäre Zero-Abonnenten-Speedrun. Naja, jedenfalls so sahen meine letzten Wochen aus. Es sind noch ein paar Sachen dabei, die ich irgendwann mal nachholen will, aber aktuell wohl erstmal nicht. So, dann das Season-Vorschau-Segment. Ist immer so ein bisschen useless, weil ich nichts dazu sagen kann. I mean, juhu, Konosuba, juhu, Eurocamp, ey, Remoro geht weiter, Hibike, was? Den habe ich ja ganz vergessen. Was ist das? Oh nein. nein. Ah, Minus. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Worauf ich aber definitiv reinfallen will, der Blue Archive Anime hat endlich ein Datum bekommen. Nächsten Monat ist es soweit. Ich kann nicht in Worte fassen, wie wichtig das ist. Für jemanden, der sich seit knapp 2 Jahren nur mit einer Handvoll Illustrationen und minimalen Voice-Over zufrieden geben muss, das verändert alles. Ich sehe keine Welt, in der das nicht nur 10 out of 10 wird. Völlig egal, was sie uns da vorsetzen werden. So wie es aussieht, adaptiert er wohl den Abydos-Arc, das erste Volume der Hauptstory von insgesamt 5. Das macht zwar meistens Sinn, aber ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, weil das limitiert den potenziellen Character-Pool von etwa 110 auf die 5 von der Abydos-Gang plus Hifumi alias Faust. Holy shit, ich freue mich so auf die Szene mit dem Banküberfall. Ihr habt ja keine Ahnung, das wird so gut. Und dann noch mit Aru. Sorry. Wird es wöchentliche Uploads geben, in denen ich jede einzelne Folge ausgiebig diskutiere? Eher nicht. Hab's Gefühl, ich habe jetzt schon zu lange darüber geredet und das Thema ist hier wohl nicht so beliebt. Außer natürlich, ne, also wenn ihr mal ganz dringend meine Meinung dazu hören möchte, ich meine, da liest ihr sie schon. Wie immer, vielen Dank fürs Angucken, auch wenn es heute ein bisschen kürzer war und bye bye.